Moin Leute, mein Name ist Andi und willkommen zu einer neuen Arbeitswoche. Die KW 44 steht an. Wir haben es jetzt Montag, 6.15 Uhr. Und ich muss ein bisschen mein Auto packen, denn ich fange eine neue Baustelle an. Da ist nicht gerade wenig zu tun und da werde ich auch die ganzen Wände spritzen mit meiner nagelneuen SF 23 Plus. Ich bin sehr gespannt. Für mich das erste Mal mit der Maschine. Also ich muss sie erstmal komplett einstellen und noch ein bisschen zusammenbauen und dann bin ich echt gespannt, wie das so funktioniert. Des Weiteren muss ich nach Schleswig unbedingt Subway fertig machen, da müssen noch Wände tapeziert werden, zu Ende gespachtelt werden und gestrichen werden etc. pp. Das und viel mehr seht ihr in dieser kommenden Woche. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So Leute, 17 Uhr, Feierabend. Ich habe hier unten alles mit Putzgrund soweit fertig gestrichen, wie ich sollte. Die Wand habe ich schon einmal vorgelegt hier, ne? Ja, die Wand. Und das war es dann auch. Habe noch ein bisschen abgedeckt etc. Morgen früh geht es weiter, da denke ich hier noch, oder muss ich Fußleisten noch abkleben in den einigen Räumen. Und da den HWR-Raum muss ich noch abdecken da. Ihr seht, es schon duster überall. Also heute nichts Spannendes weiter gewesen. Daher sehen wir uns denn gleich wieder, für mich dann Dienstag. So, 7 Uhr, ich bin auf der Baustelle. Ich werde jetzt erstmal die Treppe abdecken hier. Upsala. Und abkleben und das Geländer auch, weil hier so Lautstreichputz drauf. Das werde ich mit Papier machen. Und dann werde ich weiter oben Putzgrund streichen. Und wenn ich das fertig habe, werde ich anfangen, Farbe zu spritzen. Kurzer Zwischenstand hier, der Flur ist jetzt auch fertig mit Putzgrund und ich habe hier unten noch den Rest abgedeckt. Jetzt werde ich mal die Wagner anschmeißen und anfangen zu spritzen hier unten, weil Donnerstag kommen die Türen. Momentan ist es ein bisschen Holler in Not, also wenn jemand Bock hat zu arbeiten. Ja, dann werde ich hier den Raum hier spritzen, ich werde den Raum spritzen, ich werde den Flur spritzen und ich werde das Wohnzimmer spritzen. Jetzt haue ich die Gude hier mal an. Wo ist sie denn? Da ist sie. Die haue ich jetzt an. Und dann geht's los. Ach Leute, meine neuen Aufkleber sind da. Wie findet ihr die? Sind die geil oder sind die geil? Wenn ich immer meine Maschinen hier auch mal beschriften kann, ne? Wem die gehört und so. Ding. Und habe ich noch was beklebt? Ja. Die habe ich noch beklebt. Und die werde ich auch noch bekleben, weil das ist auch meine. Das ging auch rucki zucki hier oder was? Jetzt muss ich nur noch da hier und die Wand kommt andersfarbig, genauso wie die Wand kommt auch andersfarbig. Der Rest ist durch. Ja. Was würde Monte jetzt sagen? Oh, verliebt! Genau, das meine ich auch. Absolut geiles Gerät. Ich muss auch ein bisschen rumstellen. Ne? Ich habe jetzt da nicht gerade die beste Farbe, gebe ich ganz ehrlich zu. Die ließ sich jetzt nicht ganz so gut spritzen, muss ich sagen, weil hier ist ja so ein grüner Bereich, seht ihr hier, und da muss ja, das ist ja der empfohlene Bar, der Höchstdruck, so, wo man am wenigsten Spritznebel hat etc. pp. Aber deswegen mache ich auch einen Lehrgang für Erdnussspritzen. Am 22. November bin ich in Berlin, da nehme ich euch mal mit, weil da kann man bestimmt noch einen Haufen lernen. Ich warte jetzt hier kurz auf den Bauherrn, denn der möchte sich den Farbton einmal angucken, wie das so aussieht. Vielleicht wird es noch anders. Mittwoch, 7 Uhr. Ich habe gestern nicht mehr weiter gefilmt. Ich habe momentan echt viel zu tun. Da habe ich nicht viel Zeit zum Filmen. Das ist auch mal so, aber ich kann euch kurz mal zeigen. Ich habe hier gestern noch, gespritzt, den Raum fertig gespritzt. Und hier die Decke fertig gespritzt im HWR-Raum.
weil die Wände werden grau. Das mache ich dann mit der Rolle. Und jetzt spritze ich den Flur. Und dann gehe ich nach oben, mache dann noch den Streichputz. Und dann macht die Wand ja auch noch mit Streichputz. Die habe ich gestern noch mit Spachtel. Weil da ist noch alles ein bisschen feucht hier drin. Und da ich die Fenster alle abgeklebt habe, kann ich nicht wirklich durchlüften. Aber ich muss das mal machen, weil sonst wird es nie trocken. So Freunde, Schicht im Schacht. Wir haben es jetzt 5:30 Feierabend. Ich habe heute wieder nicht so viel aufgenommen. Ist einfach nervig ohne meine GoPro. Ich hoffe, die kommt heute oder morgen, damit ich wieder ein bisschen bessere Aufnahmen machen kann. Hier blinkt auch schon wieder der Akku. Der hält auch nur gefühlt eine Stunde, das Pissteil hier. Deswegen wieder nicht so viele Aufnahmen. Warum habe ich meine Mütze auf? Weil ich hier wieder gespritzt habe. Habe hier unten jetzt alles fertig gespritzt. Komplett unter Erdgeschoss. Morgen werden noch... Ups, nein! Ah, fuck, ey. Raufgetreten. Na toll. Kaputt. Auf jeden Fall habe ich hier unten alles fertig gespritzt. Morgen werde ich dann hier die Wände unten farbig streichen. Welche Farbe ich sollen. Und dann ist hier unten auch soweit alles fertig. Dann räume ich hier unten schon mal alles aus. Und morgen ist... Geil, wenn man einfach mal morgens... keinen Eiskratzer hat und man eine Karte nehmen muss. Ich würde sagen, perfekt für den Winter vorbereitet. So, ich klebe hier gerade Fenster ab und ich habe ganz ehrlich noch keine richtig geile Technik rausgefunden, wie ich Fenster abkleben soll, zumindest wie ich sie schnell abkleben soll. Bis jetzt mache ich immer separat einmal Tesa rundherum. Dann mit der ganz normalen Folie oder Klebefolie hier ran. Und jetzt habe ich mal von Kipp hier das doppelseitige Klebeband, was oben und unten, dass die Folie auch mal an den Seiten klebt, weil sonst klebe ich die mal extra fest. Ob das dann schneller ist oder nicht, keine Ahnung. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das macht, würde mich etwa brennend interessieren. Vielleicht habt ihr ja schon eine richtig geile Technik rausgefunden, wie ihr das macht. Ich mache es jetzt momentan so. Ansonsten fällt mir nichts Besseres ein. So Leute, ich bin hier am Fußboden verlegen, Klickvinyl. Mit so einer leicht selbstklebenden Unterlage, die ist ganz geil. Das ist richtig schön zu verlegen. Wir haben jetzt 3 Uhr, das mache ich auf jeden Fall noch fertig und dann kriege ich gleich noch ein bisschen Unterstützung. Der wird hier den Rest noch zu Ende malen, damit wir dann morgen Teppich legen können und dann sind wir hier auch so gut wie fertig. Heute Samstag, 7 Uhr, habe ich schon den ersten Teppich reingeschmettert, einfach nur reingelegt erstmal, den lasse ich ein bisschen liegen und dann fixiere ich den nur. Jetzt streiche ich die Wände hier lila, die lila sollen, oder mit grün vielmehr. Normalerweise sollte ich heute eine Hilfe bekommen, hat abgesagt, ist klar. Die Baustelle muss heute hier fertig, also wird es für mich, da ich alleine bin, ein sehr langer Tag. So, Freunde der Sonne, die Wand ist gestrichen hier. Hier ist noch so ein 30 cm Streifen reingekommen in die Ecke. Und jetzt habe ich gerade noch Fußleisten gemacht. In diesem Raum hier, wo ich gestern noch den Fußboden fertig gelegt habe, habe ich jetzt hier Fußleisten gemacht. Habe ich hier geschnitten mit so einer Kappsäge und dem Staubsauger hinten dran. Alles wegen Reinigen und so. Ne? Man macht ja immer saubere Baustellen und so. Jetzt mache ich gleich noch die Glimmertechnik, die ich bei mir auch zu Hause gemacht habe. Verlinke ich euch mal hier oben. Die möchte der Kunde auch haben, die werde ich jetzt auch noch machen. Und dann bin ich eigentlich so gut wie durch.
noch aufräumen und hier noch ein bisschen einen Fleck wegmachen, ganz klar, der mal so passiert ist, einladen und dann ist Feierabend und Wochenende. Ja, liebe Leute, mal ein bisschen anderes Ende, aber das ging nicht anders. Die ganze Familie war da und die wollen ja schon einräumen und putzen etc. pp. Aber ihr wisst Bescheid, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Däumchen da, abonniert diesen Kanal kostenlos, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Aktiviert die Glocke und kommentiert fleißig. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video und bis dahin, ciao.